Lahm fordert Umbruch. Es sei wichtig, dass sich der Verein frühzeitig Gedanken mache, was passiert eigentlich, wenn die älteren Spieler peu à peu aufhören und wegbrechen. Das sei eine große Aufgabe, sagte Lahm der Sportbild. Der aktuellen Generation habe man vieles zu verdanken. Man habe den FC Bayern geprägt, so Lahm. Mit Xabi Alonso, Arjen Robben, Franck Ribéry und auch Lahm selbst sind einige Leistungsträger des FCB bereits über 30 Jahre alt. Lahm selbst hatte zuletzt gegenüber Sport 1 erklärt, im Sommer 2018 definitiv seine Karriere zu beenden. Kampfansage von Müller an Hövedes. In Norwegen standen die Nationalspieler Thomas Müller und Benedikt Hövedes noch gemeinsam auf dem Platz. Am Freitag werden sie Gegner sein. Der Innenverteidiger und er hätten sich in den letzten Tagen ständig Sprüche reingedrückt, sagte Müller der Bild. Die Münchner hätten einiges vor am Freitag. Es werde nicht einfach für Hövedes, so der Doppeltorschütze in Norwegen. Schalkes Kapitän habe aber keine Angst vor dem Angreifer. Er spiele ja auch nicht allein gegen Müller. Schalke wisse aber auch, dass Bayern die beste Mannschaft in Deutschland sei, so der Verteidiger. Wolfsburg muss nach Europa. Aufsichtsratschef Francisco Garcia Sanz vom VfL Wolfsburg hat sein Team in die Pflicht genommen. Der Kader sei so zusammengestellt worden, dass man europäisch spielen müsse. Das sei das klare Ziel, sagte der 59-Jährige. Dass der VfL in dieser Saison nicht im Europacup aktiv ist, ist für Sanz zwar keine Katastrophe, doch in der laufenden Spielzeit muss es wieder klappen. Dabei helfen soll auch Julian Draxler. Man sollte Julian jetzt Gelegenheit geben, sich zu beweisen. Er werde die Antwort auf dem Platz geben, so Sanz. Guillaume hofft auf baldige Rückkehr. Verläuft die anstehende Nachuntersuchung nach Plan, darf der Wolfsburger die starre Halskrause schon bald wieder abnehmen. Derzeit ist dies nur beim Duschen erlaubt. Ansonsten müsse er sie immer tragen, auch nachts im Bett, sagte Joshua Guillaume der Bild. Guillaume zog sich beim Testspiel gegen Sporting Lissabon in der Vorbereitung einen Halswirbelbruch zu und peilt sein Comeback im Oktober an. My first impressions is fantastic facilities and I'm delighted to be here and to improve each day. Couldn't be better facilities for me. It's all new to me, but I've seen them play a few times and I like the way they play. It's perfect for me, and I can't wait to start. And I'm just concentrating on my football for now. Just football only, and maybe family will come over and see me because that's important for me. Keeping the right people around me, which is always good, but no. Mit den Sport 1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.